Was die Gewerbeflächen betrifft, so müssen wir natürlich, das ist ja nicht nur in Bergedorf so, sondern auch in anderen Bezirken, wir müssen im Bestand in den vorhandenen Gewerbeflächen nachverdichten. Hamburg kann es sich auch nicht mehr leisten, die einstöckigen Bauten, sondern wir müssen natürlich auch in die Höhe gehen. Und da komme ich gleich zu dem zweiten Punkt, was angesagt ist, dort auf den Flächen, die wir zur Verfügung haben, dass wir Gewerbehöfe, also sprich auch für die Handwerksbetriebe, dass wir sie stapeln übereinander in Gebäuden, die eine entsprechende Tragkraft haben, wo auch die Lastenaufzüge bis in die dritte oder vierte oder sonstige Etage gehen. Das ist machbar, aber davon müssen wir unsere Handwerker auch überzeugen. Das ist zugegebenermaßen nicht sehr beliebt bei den Handwerkern, aber in einer Stadt, die so viel Zuzug hat, die eine Flächenkonkurrenz zwischen Infrastruktur, Wohnen, Industrie, Logistik, Handwerk hat und Landwirtschaft, ist es erforderlich, diesen Weg zu gehen. Selbstverständlich wohnen in, also eine Mischung von Wohn- und Gewerbe, dazu stehen wir auch. Dazu gehört es, dass man in solchen Gebieten natürlich auch die einige Lärmemissionen zulässt. Das müssen natürlich diejenigen, die dorthin ziehen, dann auch wissen. Nichtsdestotrotz, es gibt in den, auch in neuen Stadtteilgebieten gibt es immer Randgebiete. Randgebiete, in die man natürlich Gewerbe hinverlagern kann, was etwas lärmintensiver oder andere Emissionen ausstrahlt. Und dort hat es auch seine Berechtigung, denn jeder Mieter, jeder Kunde wird es zu schätzen wissen, wenn die Anfahrtspauschale noch unterhalb von 20 Euro ausfällt und nicht wesentlich darüber liegt. Demzufolge denke ich, Handwerkerhöfe, Herr Cappelletti sagte zwar, für Bergedorf kann er das sich nicht so richtig vorstellen. Ich kann es mir hamburgweit in allen Gebieten vorstellen, weil unsere Fläche nun mal endlich ist. Und auch wenn wir es schaffen, jährlich immer 100 Hektar irgendwo vorzuhalten, die Fläche Hamburgs lässt sich nicht vermehren. Irgendwann ist Ende Gelände und dann müssen wir ganz einfach schauen, wir müssen in vielen Punkten in die Höhe denken. Und das nicht nur bei Handwerkerhöfen, sondern auch der Herr Jersch hat es angesprochen, auch bei der Logistik müssen wir schauen, mir tut es immer weh, wenn wir dort 6, 7 Hektar mal eben für ein Logistikunternehmen, auch dort müssen wir in die Höhe denken, auch das ist machbar. Das Einfachste ist natürlich, dass Sie sagen, ich will ein großes Gelände und setze da eine Halle hin, aber das ist ganz einfach nicht für die Zukunft nicht machbar. Nicht vor dem Hintergrund, dass wir eine Stadt sind, die Zuzug hat, wie alle Städte in ganz Deutschland oder weltweit. Vor diesem Hintergrund müssen wir mit der Fläche sehr sorgsam umgehen und das bedeutet eben auch mehrgeschossig und ich denke auch unsere Handwerker werden sich daran gewöhnen können, dass man verschiedene Gewerke übereinander stapelt. Das mag vielleicht nicht die Zimmerei unbedingt sein, weil sie oftmals auf dem Hof natürlich dann ihre vorgefertigten Dachelemente fertigt. Herr Gruse, einheitlicher Ansprechpartner, den haben wir, und zwar bei den Kammern, Handwerkskammer und auch Handelskammer. Insofern, wir bewegen uns schon in die richtige Richtung. Was ich aber, was meine Erfahrung der letzten Jahre ist, dass wir nicht nur mit Handwerk und Mittelstand mehr Dialog brauchen, sondern in allen Phasen B-Pläne oder Flächennutzungspläne und nicht nur mit den Handwerkern, sondern eben auch unter anderem mit den Landwirten. Ich denke, das dürfte für Sie hier in Bergedorf sehr interessant sein, weil Flächen oftmals landwirtschaftlich genutzt werden und dann nicht unbedingt für Handwerker zur Verfügung stehen. Da muss man sich zusammensetzen und da reicht es auch nicht aus, dass die Kammer sich jetzt mit der Behörde an sich zusammensetzt, sondern es müssen auch die Betroffenen, die dort gerade Mieter sind, die Pächter sind, auch die müssen mitgenommen werden. Das ist eine Erfahrung aus vielen B-Plan-Begleitungen, dass sich gerade auch umliegende Anwohner sehr intensiv mit der Bebauung vor ihrer Haustür beschäftigen. Und wir haben nicht umsonst, weil es eben bisher die letzten Jahre Jahrzehnte eigentlich ein Planverfahren war, was in den Behörden ablief und dann mal vorgestellt wurde. Wir haben nicht von ungefähr in den letzten Jahren unwahrscheinlich viele Bürgerinitiativen, die genau das einfordern, nämlich eine aktive Beteiligung, in der sie ihre Sicht mit einbringen können. Und genau dort, wo dieser Prozess klappt, wo auch man gegenseitig aufeinander zugeht, dort entsteht etwas, was man letzten Endes auch gutheißen kann und wo auch
eine Akzeptanz vorhanden ist. Auch dann die Akzeptanz des Handwerkers vor Ort, des Handwerkers vielleicht auch mitten in einem Wohngebiet, weil man sagt, das wollen wir hier und das war unsere gemeinsame Entscheidung. Selbstverständlich wird es dabei bleiben. Der Masterplan Handwerk wird ja jährlich evaluiert. Das heißt, Senat und Handwerkskammer schauen hin, was wurde vereinbart, was wurde davon eingehalten und woran muss noch gearbeitet werden. Das ist das Bestechende am Masterplan Handwerk. Und was wir auf jeden Fall tun müssen, einer der Punkte ist ja, wie viel Gewerbefläche an sich vorhanden zur Verfügung gestellt werden muss. Es geht natürlich darum, und das hatte das Weltwirtschaftsinstitut sehr gut herausgearbeitet, es geht nicht schlichtweg darum, Flächen an sich vorzuhalten, sondern es geht natürlich um die Qualität dieser Flächen, dass man sie sehr genau einteilt, welche Flächen sind für Industrie geeignet, welche Flächen sind für Handwerk geeignet, welche Flächen sind für welchen Industriezweig oder Logistik auch immer geeignet, was muss getan werden, welche Erschließungsmaßnahmen. Manche Flächen sind eben auch noch belastet mit irgendetwas, die muss man ja ohne Lasten liefern. Das wird die Aufgabe der Zukunft sein, dass jetzt, nachdem alle Flächen in den Bezirken erst einmal quantifiziert sind, dass wir sie anschließend qualifizieren und sagen, wofür stehen sie überhaupt zur Verfügung. Das wird die Aufgabe des auch unter anderem der Gespräche zwischen Handwerkskammer und Senat sein, dass man wirklich punktgenau für Handwerksbetriebe etwas zur Verfügung stellt, die sicherlich ganz andere Bedürfnisse haben, als sie jetzt die Industrie hat, was die Verfügbarkeit, was die Zentralität bedeutet. Und da freue ich mich eigentlich schon auf die weiteren Gespräche.